Podcast. Hey Leute und ganz herzlich willkommen auf dem Kanal der Fish Academy. Mein Name ist Leo und auch Leo Bellies und ich habe heute meine Testfahrt, ob ich Kaltwagen fahren kann. Das werdet ihr gleich sehen. Ich wusste es. Ernst jetzt? Was ist das denn für eine Ampelschaltung? Ja, hier ist es wirklich sehr, sehr eng. Boah, der ist ja richtig breit. Ja, ich würde sagen, viel Spaß. Let's go! Also jetzt bei der Testfahrt, Leo, ja. Die soll jetzt 15 Minuten gehen. Mhm. 15 Minuten, wo wir hier so ein bisschen durch die Stadt fahren, oder so allgemein alles so ein bisschen fahren, wo es nur darum geht, dass du mir zeigst, dass du es schalten kannst. Einfach nur mit dem Auto umgehen. Soll, warum sagst du das nicht die ganze Zeit? Also es soll sicher sein, ja. Es soll umweltbewusst sein und dass du halt zeigst, dass du die Verantwortung hast, das zu tragen. Ja, und ich habe die Verantwortung, ihr könnt alle bei mir mitfahren. Stimmt, du musst schon bestätigen. Wir bestätigen das gleich. In 15 Minuten bestätigen. In 15 Minuten bestätigen wir das. Okay. Nee. Hält sich natürlich auch an Verkehrsregeln. Ja. Hier geht es jetzt aber primär nicht darum, also wenn du jetzt mal noch eine Frage hast zu Verkehrsregeln, das können wir natürlich noch klären. Ja. Weil das ist ja jetzt nur die Schaltprüfung. Wie gesagt, es geht nur ums Schalten. Also kann ich keine Schaltfragen. Nee, genau, das nicht. Okay. Kannst natürlich trotzdem fragen, aber es soll ums Schalten gehen. Nicht um jetzt den Straßenverkehr, klar halten wir uns trotzdem an die Regeln, aber wenn da jetzt mal was Kleines schief geht, ist es nicht so schlimm. Hauptsache du kannst mit dem Schalter umgehen. Okay, das ist jetzt einfach genauso, wie du die ganze Zeit gefahren bist. Dann habe ich noch eine Frage, ja. Bevor es jetzt losgeht. Und zwar, wenn ich um eine Kurve fahre, ja, dann gehe ich runter von der Kupplung und bremse nur mit dem, außer ich gehe in einen anderen Gang. Es sei denn, du wirst zu langsam für die Kurve. Genau. Wenn du dann langsamer als 16, 15, 14 km/h wirst, dann musst du die Kupplung treten und den ersten Gang nehmen. Ja. Ansonsten schaffst du es in vielen Kurven mit dem zweiten Gang. Aber wenn ich um die Kurve fahre und dann schalte, geht das? Ja, das geht. Okay. Musst du halt nur dabei mit einer Hand lenken. Ja. Ja, das ist ja möglich. Hm? Hey, das wird kommen. Wir fahren mal los. Ich habe auch wieder übelst viele Igel gesehen, die so leider nicht über die Straße gekommen sind. Das ist dann sehr traurig. Das stimmt allerdings. Geradeaus, ne? Mhm. Bergauf muss man immer ein bisschen mehr Gas geben. Stimmt. Wie so eine Kugel. Die hört dann irgendwann auf zu rollen, wenn man sie nach Berg hochschubst. An der Ampel dann nach links. Und dann wechselst du mal den Fahrstreifen nach links. Schön. Wir wollen dann die nächste links abbiegen. Warum nicht?
so ruhig. Also ich habe mein Lied im Ohr. Und ich denk mir nur, wow. Nächste dann nach rechts. Alles schick. Alles schick. Da habe ich es wieder gesagt. Oder um es in deinen Worten zu sagen, entspannt. Alles entspannt. Nach rechts weiter. Hey, beim Stoppschild, ich muss jetzt aber, wenn ich grün habe, dann kann ich theoretisch trotzdem fahren, ne? Also außer es ist... Praktisch auch, ja. Wenn es jetzt grün schon ist die ganze Zeit, dann halte ich kurz an, gucke und dann fahre ich rum oder fahre ich direkt rum? Fährst direkt rum. Du musst nur auf Fußgänger schauen. Außer... Wann gilt denn das Stoppschild? Ja, wenn die Ampel aus ist. Richtig. Ist die Ampel an, ist das Stoppschild gar nicht da. Okay. Ist mir das komplett egal, das Stoppschild. Die Ampel grün ist dann ganz normal, wenn du hier rechts abbiegst, nur nach Fußgängern schauen, wenn du geradeaus fährst, nach gar nichts schauen. Einfach, ja. Einfach okay. Morgen bei der Vorprüfung sitzt auch jemand drin, ne? Mhm. Und wer? Ich bin... Marco. Nein. Franzi. Ja. Wir sind darauf jetzt so schnell gekommen. Was? Wir sind jetzt darauf so schnell gekommen. Keine Ahnung, ich habe einfach Namen gesagt. Okay. Okay. Wie schnell darfst du hier fahren? 50. Naja, dann komm. Keine 30 zu 0. Ich frage jetzt die Jungs noch, was ich alles beachten muss, wenn Franzi Prüferin ist. Einfach so fahren, wie du sonst auch immer fährst. Musst du nichts Besonderes beachten. Ampel wollen wir dann links abbiegen. Nee, einfach immer so fahren, was du immer machst. Ja. Nichts Neues erfinden, weil der prüft oder sonst was. Einfach. Ja, beim Prüfer weiß ich es ja auch nicht. Heute schon genickt. Einfach ganz entspannt bleiben. Bleib entspannt. Ja. Such dir den Schleifpunkt wieder. Ich fahre rückwärts. Dann such dir doch einen Schleifpunkt. Ja. Wie vorhin mit der Bremse. Jetzt Bremse lösen. Und dann kannst du losfahren. Genau. Kann doch alles mal passieren. Nächste dann nach rechts. Boah, ich bin ja eigentlich so, dass ich jetzt was zeigen würde, wenn ich neben dem stehen würde. Aber ich mach's mal lieber nicht. Ich bin ja ganz ordentlich hier. Was würdest du denen nun zeigen, wenn ich fragen darf? Ein böses Gesicht. Okay.
Oder heute Nacht, wenn er sein Kissen rumdreht, ist auch die andere Seite warm. Die ist dann nicht kalt. Nee, die ist dann auch warm. Einfach nur verdient. Ja, das stimmt. Boah, hätte ich sogar einen zweiten geschafft. Aber du schaffst auch im ersten. Ja. Nach rechts die nächste. Das ist ja ein scheiß Wald. Boah, ich habe diesen Pfeil beseitigt. Ich finde den voll geil, der auf jeden Fall. Sagt dir doch, kannst fahren. Ja, er ist geil, wenn man fahren kann schon länger, aber nicht, wenn man fahren gerade fährt. So, also Anfänger ist, dann ist nicht geil. Also vor allen Dingen nicht, wenn man Schaltwagen fährt. Guck mal auf deine Spur, manchmal ist es schon sehr eng. Dann legst du wieder so früh. So wie jetzt. Erstmal noch in die Mitte drauf fahren. Ja. Hier ist es wirklich sehr, sehr eng. Rechts bleiben, rechts bleiben, rechts bleiben. Wie schnell darfst du hier fahren? 50. Mhm. Ja, ich fahre gerade, darf ich 30, weil hier Straßenbahn und so ist. Aber die ist doch da drüben. Ja, aber können da trotzdem Leute rüberrennen. Ja. Naja. Wo lang wollen wir geradeaus? Ja. Bietet sich an. Warte, ich muss kurz überlegen. Überleg mal. Und dann biegst du die nächste rechts ab. Und dann nach links. Denk mal an Freund. Genau. Alles so geblieben. Und dann hier wieder aufs Dekra-Gelände. So, da ging er ja mal aus. Mhm. Hm. Was heißt das? Das heißt, einmal ist keinmal. Hast du verstanden? Du hast ja niemanden gefährdet an der Stelle. Also hast du verstanden? Wir sind sicher durch den Verkehr gekommen. Sag einfach, dass das verstanden ist. Alter, ja, weiter. Ja? Boah, geil! Okay. Boah, wir sind sicher durch den Verkehr gekommen. Du hast niemanden gefährdet. Du hast an deine Umwelt gedacht. Ja. Dass er da mal ausgeht. Das kann auch mal erfahrenen Fahrern passieren. Ja. Nur, dass man da einfach zu schnell von der Kupplung rutscht. Mhm. Dann sind wir zwar zurückgerollt, ein kleines Stückchen, aber du hast dann sofort deine Bremse getreten. Wir haben ja auch Platz nach hinten. Man sollte natürlich nicht zu viel zurückrollen. Ein kleines bisschen lässt sich nicht vermeiden, aber das hast du dann gut reagiert. Dann mit dem mit der getretenen Bremse den Schleifpunkt gefunden, bist dann wieder normal angefahren. Wenn er da einmal ausgeht, nicht schön. Ja. Ja, aber wenn er jetzt an jeder Kreuzung ausgegangen wäre oder an jeder zweiten, nicht gut, aber dieses einmal ist keinmal, da warst du wahrscheinlich einfach ein bisschen aufgeregt. Ihr habt ja gesehen, ich habe ein Glück bestanden. Ich fand es gar nicht so schlecht, Spur muss ich noch ein bisschen einhalten und sowas. Bin gespannt auf die richtige Prüfung. Abonniert den Kanal der Fischakademie, gebt dem Video gerne ein Like und ansonsten war's das. Schönen Tag euch noch.